Und somit buongiorno, buongiorno, guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood. Wir waren das letzte Mal gerade noch am Ende hier hinein in unser Versteck gegangen. Jetzt gehen wir raus. Versteck? Hallo? Aber noch uns zurück, noch uns rauf. Das ist ja die Tür. Hallo? Also wehe, wenn jetzt der Spielstand korrumpiert ist. Das hätte mir jetzt gerade noch gefehlt. Mal, irgendwo war doch noch. Aber das muss ich jetzt suchen, weil ich jetzt nicht, wenn man da jetzt in den Multiplayer-Bereich meinte ich, oder war es der hier? Hä? Ach so, jetzt weiß ich wieder weshalb. Ja. Aufträge. Beziehungsweise die sind wahrscheinlich noch. Du möchtest mich verarschen. Jetzt sind wir hier drin gefangen, bis meine Assassini zurückgekommen sind, ne? Ach Menno. Ach Menno. Ja, okay, dann können wir mal schauen. Kann man bei denen irgendwas lesen? Der Bomber wurde von Leonardo da Vinci für die Borgia entwickelt. Alle anderen Modelle wurden zerstört. Maschinengewehr. Das Maschinengewehr wurde von Leonardo da Vinci für die Borgia entwickelt. Alle anderen Modelle wurden zerstört. Bücher gibt's nicht. Dann können wir die Bilder. Engel. Dieses Gemälde von Raphael zeigt einen Engel neben dem seligen Nikolaus von Tolentino, dem der Teufel zu Füßen liegt. Das Werk wurde 1501 vollendet. Sankt Michael. Raphael malte dieses Bild für den Herzog von Urbino, der von Cesare aus seinem Palast verjagt wurde. Darauf bekämpfte Erzengel Michael die Dämonen aus der Hölle. Porträt von Lucrezia Borgia. Lucrezia Borgia hat den Vatikan nach dem Tod ihres Vaters verlassen, um mit Alfonso d'Este, ihrem Gatten, in Villa Bel Riguardo außerhalb von Ferrera zu leben. Selbstporträt. Ein Selbstporträt des Malers Raphael, entstanden um 1504. Ich glaube, es ist Jesus Christi, ne? Mondkreuzigung. Diese Kreuzigungsszene wurde von Raphael als Altarbild für eine Kirche in der Nähe seiner Heimat Urbino gemalt und am Fuße des Kreuzes signiert. Ja. Noch ein Bild übersehen. Hier noch eins. Auferstehung Christi. Raphaels Auferstehung. Alter, jetzt kann ich nicht mehr lesen und es ist noch morgen früh. Raphaels Auferstehung Christi nutzt eine komplexe Geometrie, um eine dramatische Komposition zu schaffen. Dies ist eine seiner ersten bekannten Bilder. Okay. Ja, gut, ne? Also, so Bilder, die sind immer faszinierend, aber ja, bei mir muss
wenn die Kunst mich nicht berührt, auf irgendeine Art und Weise, ja, dann berührt sie halt mich nicht. Und da kann ich jetzt nicht interagieren, ne? Weil das ja dann die falsche Dings ist. Das sieht aus wie die Weltkarte. Also Japan könnten sie ein bisschen da oder angezeigt haben. Da ist ein Steckerchen drin, Italien. Dann war wahrscheinlich irgendwo richtig. Was dürfte das dort oben sein? Richtung St. Petersburg irgendwas sein. Bloß noch Richtung USA. Also da haben sie wahrscheinlich schon kleine Sachen vorgefertigt für die zukünftigen Teile. Und lass mich raten, jetzt kommt. Ernsthaft. Ich musste nur das kurz öffnen, oder wie? Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forni. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Und schwuppdiwupp sind wir auch schon draußen und können wieder ein bisschen Sachen machen. Geld abheben. Bitte, dankeschön. Jetzt habe ich 72.000. Oh, das ist ein bisschen was, ne? Nicht viele, aber. Werkzeuge für das arbeitende Volk. Robuste Waffen und. Ja. Geschäftsaufträge, Exotika, Schrumpfkopf, Elfenbein, Munition. Ja gut, das ist alles voll, das ist dann... Ah, da gibt's jetzt... Luzerner Reiterhammer. Also der wird sofort gekauft. Ist ein Schweizer Hammer. Ich weiß jetzt zwar nicht, was ihn dann zum Luzerner Hammer macht, aber genommen ist genommen. Rüstung. Armschützer noch, Stiefelchen, Brustschutz. Da kommt jetzt, ja. Alles reparieren bitte. Gut. Okay, das sind alles, was ich verkaufen kann. Jetzt nimmt's mich Wunder. Was dort unten ist, der Medikus. Guten Tag. Geschäftsauftrag, giftig. Tomaten, Muskat. Gegenstände, Apothekenbedarf, schnell wirkendes Gift. Ja gut, das werde ich wahrscheinlich irgendwo jetzt noch hin herkriegen. Irgendwo gab es doch noch Läden. Bei dem konnte man auch so einzelne Sonderwaren einkaufen, meinte ich.
Aber wo war das? Was war mal der Künstler? Was meinte ich da einmal ums Eck noch? Gemälde, Gegenstände verkaufen, Geschäftsaufträge erledigt. Nehmen wir einfach mal. Du lieber haben als nicht haben. Gemälde sind die, die wir schon haben. Geschäftsaufträge. Seide fehlt also uns noch. Umhang färben, Beutel. Großer Köcher, das ist der Geschäftsauftrag. Arno? Das finde ich schick. Ja, wäre alles rot. Das Grüne, das sticht ein bisschen raus. Aber das finde ich auch. Das finde ich nice. Aber brauche ich jetzt per se nicht. Also der vergoldete Onyx, das wäre auch noch was. Und da ist Leonardo. Aber ich schau mal bei Leonardo vorbei. Wo ist der ungefähr, dass ich das einschätzen kann? Okay, rechts über den Fluss und dann auf La Piazza. Ja. Ja, jetzt aus Versehen da noch was mitgehen lassen. Stolz auf diese Farben? Vergonia! Bam, bam, bam. Also Schweizer Farben sind immer tolle Farben. Jetzt muss ich da ein bisschen... Ah, der sitzt wieder wahrscheinlich dort, wo wir das letzte Mal schon... Ja, ich gehe da mal einmal über die Dächer. Geht ein bisschen schneller als da durch. Und dann haben wir da noch einen Schätzelein. Kriegspläne. Den Tempelaufseher eliminieren, die Karte finden, die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Ah, stimmt, das waren ja die einzelnen Kriegsmaschinen. Ach Gott, im Himmelchen. Ja, ja, die machen wir natürlich sehr gerne. Ja. Muss mal kurz meinen Stuhl noch richten. Zuerst aber... Nee. Okay. Einmal rundum. Umschaut. Jo. Und wenn ich da gerade wieder einsehe, gab es dort drüben. Okay. Ah. Ah, ich höre. Yeah. Und durch die Handschuhe haben wir jetzt natürlich wieder das gute Spiel gemacht. Jetzt sind wir unten. Wir nehmen... Ja, hier oben ist eins. Einmal weg mit dem. Kann man sowas lernen? Weiß ich nicht.
Ah, noch treten hätten wir das sollen. Okay. Ja, okay. Aber das ist jetzt für mich jetzt nicht der größte Verlust. Dann gehen wir da gleich auch. Waren wir die ganze Zeit hier? Was ist? Die sind am Schlafen. Mir ist da gar nichts am passieren gewesen. Da noch eins. Gut, dann wäre es einmal hier. Ja, einmal noch heilen. Und ich hoffe einfach, dass wir so viele Geschäftsaufträge wie möglich noch freischalten. Aber dafür müssen wir halt einige Leute mit dem Ableben segnen. Guten Tag. Tickende Zeitbombe. Die Borgia haben anhand von Leonardos Entwürfen eine tödliche maritime Kriegsmaschine erschaffen. Sie muss zerstört werden, bevor Cesare die absolute Kontrolle über die Meere erlangt. Eines der drei Tore öffnen. Okay. Den Mechanismus vom Boot aus an. Okay. Ins Wasser darf ich ja, meinte ich, ne? Einfach weiter schwimmen. Ja. Jetzt muss ich mich halt nur wundern, welches der. Was ist ein Tor bei denen? Ist es da so ein Eisentor oder sonst etwas? Gebt mir die Pläne. Ihr seid der Assassine, stimmt's? Ihr müsst Cesare stoppen. Ich helfe euch. Ich bringe euch zu ihnen. Grazie. Her, sagte sie. Einfache Arbeit, guter Sold. Jetzt sieh mich an. Capitano di questa barca di merda. Ja, jetzt.
soll ich mich hier an den Gestank gewöhnen? Aber ich das. Wartet mal, der Kerl. Ja. Ah, jetzt ist. Das muss ja schneller gehen, ne? Jo, da können wir dann. Alter. Kräftige Lungen, dass er unter Wasser sogar noch so laut schreien kann. Schiffchen kommt. Halt, einen Moment bitte. Ja. Wir geben dem einen Moment, oder beziehungsweise haben dem einen Moment gegeben. Ich muss mit euch reden. Thank you.
Nein. Ich meine, wenn der so eine Weile braucht, man weiß nie, vielleicht haben die Seide oder irgendwas dabei. Ich verstehe. Doppelmord. Sehr schön. Und einmal schön einsacken. Stehen geblieben! Ja, rüberspringen. Auch wieder sauberer Kill. Mal andere Seite. Stehen bleiben, ich möchte mit euch reden. Was machen wir? Du. Ihr da! Halt! Ich glaube, das hat gut funktioniert. Tag und Nacht. Meine Männer können nicht schneller. Ich fragte, ob sie bereit ist. Fast bereit. Dann müsst ihr noch eine Nachtschicht einlegen.